Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hüte dich, über dieses unergründliche Sakrament in unnützer Neugierde nachzugrübeln, sonst versinkst du in den Abgrund des Zweifels. Wer die Majestät erforschen will, wird von ihrer Herrlichkeit erdrückt werden. Sprüche 25, 27. Gott vermag mehr zu wirken, als der Mensch begreifen kann. Nicht zu verwerfen ist das fromme und demütige Forschen nach der Wahrheit, wenn man sich stets gerne belehren lässt und sich an die gesunden Lehren der Väter zu halten sucht. Selig die Einfalt des Herzens, das sich nicht mit strittigen Streitfragen abgibt, vielmehr auf dem ebenen, festen Pfad der Gebiete Gottes voranschreitet. Viele haben ihre Gottverbundenheit verloren, da sie erforschen wollten, was für sie zu hoch ist. Glaube wird von dir gefordert und ein rechtschaffenes Leben, nicht aber hohe Erkenntnis und die tiefe Einsicht in die Geheimnisse Gottes. Wenn du nicht einmal verstehst und fasst, was unter dir ist, wie willst du begreifen, was über dir ist? Unterwirf dich Gott und beuge deinen Verstand unter den Glauben. Dann wird dir das Licht der Erkenntnis gegeben, soweit es dir nützlich und notwendig ist. Einige Menschen werden von schweren Versuchungen wieder den Glauben und das Sakrament bedrängt. Dies ist aber nicht ihre Schuld, vielmehr dem bösen Feinde zuzuschreiben. Bekümmere dich nicht darum. Lass dich in keinen Disput mit deinen Gedanken ein und versuche nicht, auf die vom Teufel eingegebenen Zweifel zu antworten. Glaube dem Wort Gottes, seinen Heiligen und den Propheten, dann wird der nichtswürdige Feind von dir weichen. Es ist oft von großem Nutzen, dass ein frommer Mensch solche Prüfungen bestehen muss, denn der böse Feind versucht nicht, die Ungläubigen und Sünder, da sie ihm nicht entgehen, aber die frommen Gläubigen versucht und plagt er auf mancherlei Weise. Verharre also in der Einfalt eines felsenfesten Glaubens und nahe dich in tiefer Ehrfurcht dem Sakrament. Stelle ruhig dem allmächtigen Gott das anheim, was du nicht begreifen kannst. Gott täuscht dich nicht. Wer sich aber selbst zu viel traut, der wird betrogen. Gott ist mit denen, die aufrichtigen Herzens sind. Er offenbart sich den Demütigen, gibt den einfachen Menschen Einsicht und öffnet reinen Seelen das Verständnis. Aber er verwehrt seine Gnade den Neugierigen und Hoffärtigen. Die menschliche Vernunft ist schwach und kann hintergangen werden, der rechte Glaube aber kann nicht irren. Jegliche Vernunft und vernünftige Forschung soll dem Glauben folgen, nicht ihm vorangehen, noch ihn entkräften. Denn bei diesem heiligsten und erhabensten Sakrament kommen Glaube und Liebe besonders zur Geltung und wirken auf geheimnisvolle Weise. Gott ist der Ewige, Unermessliche. In seiner Allmacht, die ohne Grenzen ist, wirkt er große, unerforschliche Wunder im Himmel und auf Erden. Seine Wunderwerke sind nicht zu ergründen. Wären die Werke Gottes nur so, dass die menschliche Vernunft sie leicht begreifen würde, könnte man sie nicht wunderbar und unaussprechlich nennen.